Also, ich habe den Müller sogar in der Goldedition. Wow, das ist ja mega cool. Jo, ich habe auch nicht schlecht geschaut. Was meint ihr, soll ich den überkleben? Den Müller habe ich nämlich schon in der normalen Edition. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll. Also ich weiß nicht. Schade, dass deiner schon klebt. Ich brauche den Müller doch auch noch. Hab Boateng jetzt im Tauschen. Nee, also Jerome habe ich auch schon. Ich brauche gar nicht mehr so viele. Mein Heft ist schon fast voll. Boah, du bist voll der Angeber. Was tauschen die Jungs denn da? Das habe ich ja noch nie gesehen. Ach, das ist so ein Sammelalbum für Fußballsticker. Die WM geht doch bald los. Und jetzt sammeln alle diese Panini-Hefte. Oh, voll öde. Ach so, das sind also Karten, die man in ein Heft klebt. Ach, ich liebe Sticker. Hast du denn auch schon das Mannschaftsbild? Ja, das habe ich auch schon. Mir fehlen noch Müller, Groß und Süle. Also, und dann noch ein paar andere. Die kenne ich aber alle nicht auswendig. Ach Kinder, ich hatte euch doch gebeten, die Hefte in euren Fächern zu lassen. Ihr könnt nach der Kita noch tauschen. Jetzt hier draußen bitte nicht. Ach Menno, aber es macht doch so viel Spaß. Nachher geht wieder was verloren und kaputt und dann ist das Geschrei groß. Legt es bitte in eure Fächer. Oh Mann ey, ich brauche noch Hummels. Also ich brauche noch mehr, aber ich will unbedingt Hummels. Und Ronaldo. Und ach ich weiß auch nicht, ich brauche irgendwie noch voll viele Sticker. Ach tut mir leid, den habe ich auch nicht doppelt. Hat einer von euch Messi? Ich habe das Gefühl, von berühmten Spielern gibt es voll wenig Karten. Schau mal, Linus, das soll ich dir von Opa geben. Oh, wie cool. Ist das auch so ein Sticker-Album, um Sticker einzukleben? In der Kita sammeln das auch ein paar Jungs. Irgendwas mit Fußball. Ja, genau. Das machen wir später aber in Ruhe. Man muss das sortieren. Ich helfe dir dann dabei. Oh, ich bin wieder zu Hause. Oh, was ist das denn hier? Das ist doch... Ich werd verrückt, das ist doch ein WM-Panini-Album. Oh, sogar mit Stickern. Wie toll. Na, Lukas, willst du uns nicht Hallo sagen? Wo bist du denn? Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir hier so an Stickern haben. Oh Mann ey, kein deutscher Spieler. Der spielt in der französischen Mannschaft. Aber im nächsten Paket ist bestimmt ein deutscher Spieler drin. Oh Mann ey, wieder kein deutscher Spieler. Lewandowski. Oh, der spielt für Polen. Lukas, was machst du denn da? Na, ich mach das Panini-Album voll. Oder soll das hier so rumliegen? Aber das gehört doch Linus und nicht dir. Du kannst doch nicht einfach seine Sachen aufmachen und einkleben. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, das hättest du für mich gekauft. Ich hab doch gerade meinen Namen gehört. Habt ihr mich gerade gerufen? Ich dachte, ich hätte meinen Namen gehört. Nein, gerufen habe ich dich nicht. Aber dein Papa hat deine Sticker aufgemacht. Was? Och Mann, das waren doch meine Sticker. Och Linus, das tut mir so leid. Ich dachte, das Heft hat Mama für mich gekauft. Och, hätte ich das gewusst, dann hätte ich das auf keinen Fall aufgemacht. Wirklich. Na toll. Du magst doch auch gar nicht so gerne Fußball. Deshalb dachte ich, das hat Mama auch Spaß für mich gekauft. Och Mann, aber es war doch ein Geschenk von Opi. Und ich mag doch so gerne Sticker einkleben. Ja, also vielleicht können wir es ja zu zweit sammeln. Du bist der Sticker-Experte und ich bin der Fußball-Experte. Oh, das ist eine tolle Idee. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Ach Emma, das kann ja wieder was werden. Dein Vater und Fußball. Oh, ich bin jetzt schon froh, wenn die WM vorbei ist. Gut, Linus. Also, wir brauchen die Spieler mit einem weißen Trikot. Eigentlich wollen wir doch nur die DFB-Elf zusammenbekommen, oder? Also ich wollte schon das ganze Heft voll haben. Gut, ich mach das jetzt einfach mal auf. Oh... Sieh mal, Papi, ich habe jemanden mit einem weißen T-Shirt, ich meine Trikot. Oh ja, oh nein, das ist Götze. Der fährt doch gar nicht mit dieses Jahr zur WM. Du musst nämlich wissen, nicht alle Spieler fahren immer zur WM. Mario war sehr krank und ist nicht ganz fit, obwohl er 2014 das entscheidende Tor im Endspiel gemacht hat und wir danach Weltmeister waren. Ja, Jogi hat aber entschieden, dass er dieses Jahr nicht mit darf. Irgendwie schade. Oh, das ist aber wirklich sehr blöd. Aber wenn man krank ist, dann muss man sich auch ausruhen. Oh, jetzt bin ich aber aufgeregt. Gut, dann schauen wir mal, wen ich so habe. Juhu, noch einer aus unserem Team. Hector. Ach, wie toll. Spielt er auch bei Deutschland? Komm her, Linus. Wir kleben das sofort ein, bevor wir noch irgendwelche Sticker verlieren. Und morgen nach der Arbeit fahre ich am Kiosk vorbei und organisiere uns noch mal ein paar andere Karten. Oh, machen wir die dann wieder zusammen auf? Ja klar, wir sind doch jetzt beide Fußball- und Sticker-Experten. Wir sammeln das doch zusammen. Ich bringe die morgen mit und wir machen die zusammen auf. Versprochen. Linus,
Linus, ich bin zu Hause. Oh, wie schön. Ach, ich hoffe, Papa hat ein paar Sticker mitgebracht. Hoffentlich hat er dran gedacht. Und Papa, hast du an die Sticker gedacht? Na klar, komm schnell her, wir machen die zusammen auf. Yippie, ich hab schon wieder einen mit dem weißen Trikot. Boah, super, Linus, das ist der Müller. So, dann schauen wir mal, wen ich heute gezogen habe. Och, das gibt's doch gar nicht. Nee, schon wieder Götze. Hallo, Papi. Na, wie war dein Tag? Ja, super, Linus, komm schnell rein. Ich hab noch ein paar neue Karten dabei. Wenn es so weitergeht, dann schaffen wir es locker, das Heft voll zu bekommen. Ich bin so gespannt, wen wir heute haben. Juhu! Und wieder einen mit einem weißen Trikot. Boah, Linus, du hast voll viel Glück. Boateng. Oh, das ist ein super wichtiger Abwehrspieler. Toll, den brauchen wir unbedingt noch für unsere Sammlung. So, jetzt bin ich dran. Und, haben wir die Karte schon? Das gibt es doch gar nicht. Schon wieder Götze. Oh Mann, ey. Ach, wie kann das denn nur sein, dass ich jedes Mal Götze habe? Oh, Linus, heute habe ich keine guten Nachrichten. Es gab keine Tütchen mehr am Kiosk. Erst morgen wieder. Ach, kein Problem. Schau mal, Opi hat mir heute zwei mitgebracht. Ach, wie schön ist das denn? Na gut, dann mach mal deine Tüten auf. Nein, die machen wir doch zusammen auf. Jeder einer. Ach, schau mal, wen habe ich denn da? Das ist keiner mit dem weißen Trikot. Das ist der Messi. Ein sehr teurer und berühmter Spieler. Gut gemacht, den haben wir auch noch nicht. Ach, wen ich wo hab? Mann, Lewandowski, den haben wir doch auch schon. Gut, Linus, dann gehen wir Messi am besten mal gleich einkleben. Papa, Papa, schau mal, ein Gelber. Ein Gelber fehlt uns doch noch, oder? Ach, wen hast du denn heute? Oh ja, wie toll, Neymar. Super, Linus, damit haben wir die brasilianische Mannschaft komplett. Na, was freut ihr euch denn hier heute so? Habt ihr wieder eine Mannschaft komplett? Och, Mann, ey, das gibt's doch gar nicht. Ich hab schon wieder Götze und Messi. Die haben wir doch schon. Mit Götze können wir auch bald eine ganze Wand tapezieren. Wie oft habt ihr den jetzt schon? 10, 12, 15 Mal bestimmt Minimum. Das gibt's doch gar nicht, Lukas, dass du den jeden Tag ziehst. Haha, Sophia. Aber schau mal, wir haben wieder eine Mannschaft fertig. So, Neymar, du kommst hier unten in die Ecke. Wir haben alle Mannschaften fertig, bis auf Deutschland. Oh, darf ich bitte kleben? Natürlich darfst du das. Du bist doch der Sticker-Experte. Aber schön gerade. Wer fehlt euch denn jetzt noch? Och, der Neuer fehlt uns und das Gruppenbild. Ach, das sind doch nur noch zwei. Das kann doch nicht so schwer sein. Klebt doch einfach die doppelten Götze-Sticker dahin. Dann ist das ja voll. Boah, Sophia, du spinnst ja wohl. Auf keinen Fall. Ich will das ganze Mannschaftsfoto und den Neuer jetzt noch haben. Linus, dein Papa ist da. Er wartet drin auf dich. Oh ja, ja. Okay, tschüss, Silke. Bis morgen. Ach Mann, mir fehlt nur noch Messi, sowas Blödes. Ach, tröste dich, mir fehlt nur noch der Neymar. Ach, braucht jemand noch das Gruppenfoto? Ich suche voll dringend Ronaldo. Gruppenbild, das ist doch nicht... Oh, Nils, du hast das Gruppenbild über. Ich brauche das unbedingt. Also ja, Lukas, also nee, also schenken kann ich dir das nicht. Ich brauche das ja noch zum Tauschen. Ja, okay, ich brauche das Bild unbedingt. Und hat jemand noch den Neuer doppelt, zufälligerweise von euch? Ich nicht, aber ich brauche noch einen Ronaldo. Hast du den vielleicht für mich? Ich habe einen Neuer. Ich tausche den aber nur gegen einen Neymar. Nur gegen Neymar tausche ich den, weil den brauche ich noch. Ja, Ronaldo habe ich doppelt und den Messi habe ich auch doppelt. Also den kann ich auf jeden Fall tauschen. Und ich habe auch noch einen Ronaldo und jede Menge Mario Götze. Ja, super. Dann tausche ich mit dir. Ich habe die Karten nur heute leider nicht mit. Aber ich bringe sie morgen, versprochen. Gut. Aber ich finde, meine Karte ist ganz schön viel wert. Ich möchte gerne zwei Karten. Und zwar hätte ich gerne noch dein Messi. Für meinen Freund Ben. Denn ist sein Heft nämlich auch voll. Boah, ihr seid ja ganz schöne Händler. Oh, danke, Nils. Ja, also, Lukas, wenn du mit uns tauschen willst, dann bringst du morgen Messi, Ronaldo und den Neymar mit. Dann tauschen wir mit dir. Vorher brauchst du gar nicht ankommen. Genau. Und ich gebe dir morgen die Gruppenkarte. Und Paul, bring unbedingt den Neuer mit. Nicht vergessen. Genau so machen wir das. Dann bis morgen, Lukas. Okay, ich komme dann morgen und bringe euch die Sticker mit. Versprochen. So, dann sehen wir uns morgen, Jungs. Ach ja, Herr Leonhard, ich kann gerade nicht. Ich habe was Wichtiges gerade zu erledigen. Ich bin in einer Stunde wieder im Büro, versprochen. Können Sie mich dann wieder anrufen? Ach, Herr Fröhlich, was ist denn gerade so wichtig? Es gibt doch nichts Wichtigeres als meine Geschäfte, oder? Meint ihr, Linus' Papa kommt wirklich? Na klar, da ist er doch auch schon.
Ja, Jungs, hier sind eure Karten. Ich dreh durch, mega cool, super, danke, Lukas. Ach, jetzt sind unsere Hefte auch endlich alle voll. So, der Neuer liegt da jetzt ja schon. Aber das Gruppenbild brauche ich auch noch, lieber Nils. Oh ja, na klar. Hier, bitteschön. Danke, Lukas. Du bist echt mega, ja, wie sagt man das? Ja, korrekt. Danke dir, Lukas. Das ist voll mega cool von dir, dass du die Karte trotzdem getauscht hast, obwohl ich eigentlich keine Karte zum Tauschen hatte. Das ist echt cool. Du bist wirklich ein korrekter Typ. Sag mal, soll ich die Karten in meine Tasche stecken? Oh, nee. Nachher kommen sie noch weg. Mama holt dich in 20 Minuten ab. Wir kleben die Sticker dann heute Abend gemeinsam ein. Ich nehme sie jetzt mit zur Arbeit. Ich muss jetzt ganz schnell wieder los. Bis dann. Ja, hallo Lukas. Na, bist du etwa auch im Sammelfieber? Ich im Sammelfieber? Oh, ich muss jetzt los. Nein, natürlich sammle ich gar nichts. Ich muss jetzt ganz schnell los. Tschüss. Bist du bereit, Dinos? Jetzt kommt der große Moment. Unser Heft ist endlich voll. Mann, das ist so super, echt toll. Och, die Mannschaft. Jetzt müssen wir nur noch das erste Spiel gewinnen und am besten auch gleich wieder Weltmeister werden. Ach, das hat so viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall, Linus, das finde ich auch. Du bist wirklich ein toller Sticker-Experte. Super gemacht alles, wir hatten echt viel Glück. Ach, können wir nicht noch so ein Heft anfangen? Das ist einfach total cool. Nein, das reicht. Auf keinen Fall fangt ihr jetzt noch ein Heft an. Och, ich bin froh, wenn das Heft jetzt voll ist und endlich in den Schrank wandert. So, und auch heute gibt es wieder einen Kommentar des Tages. Linus, würdest du den heute mal wieder vorlesen? Oh ja, bitte. Also, der heutige Kommentar kommt von JaniTV. Mal wieder ein tolles Video. Ich liebe das Format Verliebt, Verlumpt, Verplant. Hoffentlich gibt es bald mehr davon. Hashtag Playmo-Geschichten. Also, liebe Jani oder lieber JaniTV, erstmal einen ganz großen Gruß an dich. Und ja, was ist denn mit Verliebt, Verlumpt, Verplant? Ja, also Verliebt, Verlumpt, Verplant hatten wir immer das Gefühl, dass das nicht so gut bei euch ankommt. Aber wir sind am Überlegen, ob wir ab und zu trotzdem mal ein paar Videos zum Thema ja, Hochzeitsagentur machen. Ihr könnt ja mal unter dem i abstimmen, ob ihr dazu Lust habt. So, Linus, und jetzt musst du auch noch die Endmaske eben schnell machen. Also, zack, zack. Ja, hallo Kinder und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Playmo-Geschichten. Ja, auch heute würden wir euch bitten, dass, wenn euch das Video gefallen hat, dass ihr bitte einen Daumen nach oben gebt. Ansonsten vergesst doch auch nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier unten auf meinen Kopf klickt. Ja, ansonsten verlinke ich euch hier oben nochmal einen... Oh, jetzt mache ich schon wieder falsch. Also unten. Unten mache ich die Playlist hin zum Thema Fußball. Und hier oben mache ich nochmal ein Video. Da waren wir mal am Bahnhof. Das war auch mega cool. Ja, da könnt ihr ja mal reinschauen. Ansonsten wünschen wir noch einen wunderbaren Tag und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann, tschüss.